Einen wunderschönen guten Tag aus Palma de Mallorca. Nachdem es das letzte Mal ja mit dem Live-Video nicht geklappt hat, mache ich jetzt einfach mal kurz einen kleinen Rundgang über den Markt, über die Stände, die hier stehen in Palma. Wir haben ja morgen, also am 1. März, den Balearenfeiertag, Dia de los Baleares. Und da ist schon seit Tagen alles aufgebaut und Stände da und. Und da nehme ich euch jetzt einfach mal mit und zeige euch ein paar Bilder. Und ja, wer uns noch nicht abonniert hat, ihr kennt das Spiel, abonniert uns, drückt die Glocke. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns gleich mal irgendwelche Kommentare zum Video einfach mit reinschreibt. Und jetzt viel Spaß. So, hier haben wir schon die ersten Stände. Viel Kunsthandwerk, Textil, aber auch einiges zum Essen. Am Samstag war es etwas voller. Ich glaube, mal morgen wird es noch mal richtig voll. Heute geht es jetzt aktuell. Oh, hier riecht es lecker, schöne Seifen. Also man findet ja alles Haushaltsartikel für die Küche, Textil, Decken, mallorquinischen Zungenstoff, Lengua. Geht hier die ganze Straße am Borne runter, hier drüben auf der anderen Seite auch. Da müssen wir danach mal noch rüber gehen. Und hinten Richtung Museum Espaloir geht auch alles weiter. Also sehr, sehr viele Stände. Auch hier haben wir die typischen menorquinischen Schuhe. Leckeren menorquinischen, mallorquinischen Käse. Auch immer gerne genommen, alles was irgendwie Süßes, oh, alles. Süße Früchte, Nüsse. Mallorquinische Infusion, also Kräutertees und so weiter. Hola! Den Coffee Food Truck hier von Arabei, den sieht man öfters. Ui, das Neonlicht flackert im Video. Typisch Mallorquin darf nicht fehlen. Alles hier von Balearen. Sobrasada. Einfach mal die Straße überqueren und hier gehen die Stände überall weiter. Hier geht's hoch, gehen wir nachher. Jetzt gehen wir gleich mal hier rein. Ja, überall Stände, überall in Mallorca. Viel Polizei steht den ganzen Tag hier. Viel Handwerk hier, lokales Handwerk. Vielleicht sollte ich mal einfach nicht so viel quatschen und das Ganze einfach wirken lassen und einfach nur filmen und euch nicht volltexten. Auch hier wieder die typisch mallorquinischen Würste. Sobrasada. Ja, das ist jetzt eher Bali, Asien. Alles hier mit Trüffel, Trüffelpaste, Trüffelspaghetti, Trüffelpasta. Oh,
da sind die leckeren arabischen Süßigkeiten. Die lieben wir immer, wenn wir von Sandras Mama mal welche geschickt bekommen. Lecker, lecker, lecker. Schön gemachte Bilder hier. Schöne Rahmen. Dreidimensional. Ja, schön. Aber mal was anderes hier. Und hier wird es mal wieder Zeit, dass man auch riechen kann über Video. Es riecht hier so lecker nach Kuchen. Tolle Kuchen. Und es duftet nach Schokolade. Tolle dunkle Brote. Gut, nicht meins. Rosinen und Nüsse. Aber gut, persönlicher Geschmack. Ich mag halt keine Rosinen. Aber es sah lecker aus. Naturschwämme für Sandra, wenn wir mal wieder einen brauchen. Der Olivenmark ist hier richtig. Alle möglichen eingelegten Oliven. Alles verschieden. Auch hier müsste man mal riechen können, wie das Ganze riecht. Also, wenn ihr da seid, müsst ihr es antun. Dieser Geruch nach Oliven, super lecker. Geht jetzt hier weiter in Richtung, na, wie heißt das Museum? Museum Espaloir. Und die Stände gehen auch komplett rauf bis zum Espaloir. So, Fernsehteam ist auch da. Und ja, also es ist sehr weit gezogen dieses Jahr, die Veranstaltung, die Stände. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie es 2019 war, ob es auch so weit gezogen war oder ob es eher geraffter war. Ich meine aus dem Kopf, aber ich bin mir nicht sicher, dass wir 2019 einfach hier, aber guckt mal hier, auch alles lecker. Käse ohne Ende. Könnt ihr alles probieren. Also ich glaube, dass 2019 hier auf beiden Seiten Stände waren und dadurch alles etwas enger war. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt dieses Jahr einfach ja, nur auf einer Seite, dadurch nicht mehr so eng, aber einfach viel, 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 viel weiter gemacht haben. Also viel weiter Strecken. Aber wie gesagt, ich bin mir, es ist lustig, wie man solche Sachen dann einfach auch gar nicht mehr weiß. Wie war es denn damals? War es genauso, war es anders? Ich weiß es nicht mehr. Oh, hier auch wieder viele Leckereien. Auch wieder viel hier mit Mandeln. Oh, sieht aber auch lecker aus hier. Machen wir was ganz anderes. Fein, fein. Nochmal eine schöne Bäckerei hier. Oh, mit Krokant. Eieiei. Delicio Kebab Artesano. Kebab, aber der scheint hier, schaut mal hier, der scheint hier wohl einen Namen zu haben. Also die Spanier laufen gerade vorbei und sagen, was von der Schlange hier, Que Cola. Also hier an dem Kebab-Stand, der scheint wohl irgendwie, ja, bekannt zu sein. Lange Schlange, ja, hier kommt jetzt das Ganze, die ganzen Essenstände. Ja, hier gibt es jetzt frisch frittiert. Mojitos, Caipirinha, Pina Colada, Cocktails. Schöner Crepe-Stand. Hier kam jetzt die kleine Essensecke, nochmal Crepes. Direkt nebeneinander. Laufen wir noch ein Stück hier hoch Richtung Museum Espaloir. Bevor ich dann wieder retour Richtung Cancomer laufe. Und nicht vergessen, wer bis jetzt noch dabei ist,
Daumen hoch, wenn euch das Video, die Eindrücke gefallen. Daumen runter gibt es natürlich nicht. Und ja, das ist auch immer lecker. Das ist Stockbrot, sehr, sehr lecker. Gab es immer auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt weiß ich, wo ich mit Sandra morgen nochmal her muss. Wo war ich gerade dabei? Ach ja, genau. Daumen hoch und natürlich auch gerne uns folgen, die Glocke drücken und dem Kanal folgen. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was wir hier auf YouTube so veranstalten. Hier gibt es jetzt ein paar Craft-Biere. Hier ist ein Craft-Bier aus Sineo. Kenne ich noch nicht, muss irgendeine kleine Brauerei sein. Aber auch wir kennen euch nicht alles. Forastera, die kennen wir schon. Machen auch ein eigenes Bier. Auch so eine kleine Craft-Bier-Brauerei. Salchitzas, Salchichas, Würste ohne Ende, Grill. Und natürlich immer was auch für die Kinder. Süßigkeiten. Ja, nur für die Kinder? Nein, ich esse es auch ganz gern. Hola. Bienvenido. Lecker, lecker. Venga, venga, lecker, lecker, Azúcar. Und hier seht ihr nochmal, da stehen einfach Stände, da hinten zum Beispiel vom Aquarium Port Menorca, also nochmal Stände von Balearen, die hier Werbung machen. Und hier unten ist dann auch wieder mal eine Bühne, auf der wieder Musik und ja, Liveband spielen. Retour gelaufen und hier auf dem Platz sind auch noch ein paar Stände. Guckt mal her, was wird hier gemacht. Ah, hier wird direkt vor Ort Brot gebacken. Das heißt, hier gibt es direkt Backofen und es wird direkt hier vor Ort Brot gemacht. Diese Lichter nerven, die blinken immer so auf der Kamera. Naja, ist er. Sehr traditionelles Kunsthandwerk hier rundherum. Hm. Jetzt sind wir hier noch beim letzten Weg nach oben. Nehmen noch die letzten Eindrücke hier von den Ständen mit auf, Retour Richtung Can Gourmet. Hier die letzten Bilder von Palma, von den Ständen hier. Und ja, wie immer möchte ich mich bei euch verabschieden, mich bedanken, dass ihr dabei wart, dieses Video angeschaut habt und für diejenigen, die es noch nicht abonniert haben, immer bitten, abonniert uns, schreibt uns eure Kommentare und drückt die Glocke, um uns zu folgen. Liebe Grüße aus Palma, macht es gut, ihr Lieben. Tschüss, ciao.